Hallo zusammen und willkommen zu meinem letzten Test von Tales of the Neon Sea, einem sehr neonigen Spiel mit Cyberpunk-Atmosphäre, bei dem man in diverse Rollen schlüpfen kann, eines anscheinend Detektives, einer Katze und einem Roboter, um diese Welt hier nach und nach zu erforschen. Und das möchte ich jetzt blind mit euch zusammen tun, nachdem die Entwickler so lieb waren, mir da einen Key zu schieben. Das heißt, wir starten einfach mal, wählen neues Spiel. Und da ich keinen Cursor habe, soll ich wohl das Gamepad benutzen. Okay. Rennen, Interaktion, abbrechen, bestätigen, Bericht. Okay. Bestätigen, bestätigen. Ah, gedrückt halten. Okay. Wird automatisch gespeichert. So weit, so gut. Wenn du diese Anzeige siehst, jedes vergangene Ereignis ist eine Symphonie. Ah, ist gerade ein Clown. Das war ein Clown. Rex, wo genau bin ich hier? Ah, fühlt sich an, als ob mein Kopf gleich platzt. Irgendwann schlägt gegen die Tür da oben. Aufstehen. Aufstehen. Der Tod. Yep. Wir fliehen mal vor dem Tod. Ist er tot. You died. Das ging nicht schnell. Okay, schneller diesmal. Das Laufen muss ich noch nicht so ganz. Aber er schleift sich ein bisschen schneller. Warte, 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 warte. Wie kommen wir darüber? Gar nicht. Ah, das tut weh. Das ist wirklich tragisch. Sowohl Handgelenke als auch Knöchel weisen Probleme auf. Hört sich so ein bisschen an, als wenn er ein Cyborg wäre, was auch die Augen erklären würde. Weil er spricht halt doch recht distanziert von seinem eigenen Körper. Der Kerl ist härter drauf als jemals zuvor. Er spricht von sich in der dritten Person. Die Halluzination ist schon verblasst. Ich weiß nicht, wann er aufholen wird. Muss mich erst um die Verletzungen kümmern. Raffe dich auf. Vergiss deinen Hut nicht. Wo ist dein Hut? Noch am Leben zu sein, ist ein wahres Wunder. Die Pilze haben tatsächlich meinen Fall abgefedert und mein Leben gerettet. Bericht aktualisiert. Bericht war die Taste. Okay, Handkomponente beziehen, Fußkomponente beziehen, Körperreparatur abschließen. Ja, Cyborg. Okay. Der Hut. Scheinbar bin ich hart angestoßen. Mein Hut hat schon Beine bekommen. Hol dir erstmal deinen Hut wieder. Warte. Hier scheinen mehrere Ventile zu sein. Und je nachdem, welches Ventil ich drücke, zischt das vielleicht. Und das Ding, was unter dem Hut ist, wird in unsere Richtung gelockt. Was haben wir da? Die absolute Zerstörung. Sehr tragisch. Hat es sich durch den Dampf verflüchtigt? Man kann also diese Dampfventile und die Rohrfraktur verwenden. Ja, warte, dann mache ich das wieder rückgängig. Geht's nach ganz rechts, versucht dann von rechts das Ventil auszulösen, um das Ding nach links zu scheuchen. Und macht dann hinter dem Vieh immer wieder die Rohre aktiv, damit das Dampfzeug rauskommt, um das Ding in der Falle zu lassen. Also, da ist ein Brett, richtig? Ja. Genau das wollte ich nicht. Okay. Okay, ich scheuche es jetzt nach rechts. Das war von vornherein so geplant, ganz bestimmt.
Unter dem Ding ist noch so ein Auslöser. Und mein Hut, mein Hut, mein Hut. Ärgert. Glücklicherweise wurde ich nicht gebissen. Moment, spricht der Hut da gerade über Rex? Fehlt die Kontrolleinheit im Hut? Ohne Hut fehlt einfach was. Oder sind es die Haare, die sprechen? Bei den Haaren wird der Hut wahrscheinlich sehr wichtig sein. Kurz den Müll noch hier durchsuchen. Diese Spuren scheinen giftig zu sein. Ich gehe hier besser nicht weiter. Okay. Reparatur klingt schon mal gut. Das Symbol da drüben. Kanalwartungsraum. Irgendwann 10.2041. Tod durch einen einzelnen Schlag. Was ist dir zugestoßen? Hier ist ein beschädigtes Tagebuch. Vermutlich stammt es von einem ehemaligen Wartungsmechaniker. Beschädigtes Tagebuch. Wie kann ich dahin wechseln? Da. 11. Juni 2118, also schon eine ganze Weile her. Sonnig, täglicher Bericht. Ich überspringe das noch ein bisschen. Eine Stadt, die in Lüften schwebt, bla bla bla. Immer weniger Aufträge. Ob wir auch hochbeordert werden in diese Stadt? Nein. Immer weniger Aufträge. Es sind nur noch 3 Menschen in der Energieversorgungsstation. Man sagt, sie seien nicht qualifiziert genug für die Himmelstadt. Also anscheinend verschwinden nach und nach immer mehr Leute in diese Himmelstadt nach oben. Und nur noch ein paar bleiben hier zurück, um sich um den Ramsch zu kümmern. Und aus diesem Ramsch ist dann wahrscheinlich diese Neonstadt hier entstanden. Ne? Oh, warte, das war falsch. Habe neuen Auftrag erhalten, bin für Säuberung und Wartung der Grundwasserkanäle im Bezirk X verantwortlich. Mangel an entsprechender Ausrüstung, Säuberung und Wartung erfolgt nur sehr langsam. Versagen des Navigationssystems, konnte nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit zum Kontrollzentrum zurückkehren. Versuche den Spuren der vorherigen Wartung und Klärung des Wasserwegs folgend, den Weg zurück an die Oberfläche zu finden. Und das hat er wohl nicht geschafft. Ah, elektrotechnische Schere. Sieht nicht sehr elektronisch aus. Die Messerschneide ist schon stumpf, aber ist noch verwendbar. Also können jetzt irgendwelche Bolzen oder Drähte oder ähnliches damit durchschneiden. Ah, was ist das denn? Ist der Tod schon wieder da? Na, Mieze. Sehr schwere Mieze anscheinend. Ach, du bist es. Miau, miau. Wie bist du hierher gekommen? Und mir keinen Ärger, während du spielst. Miau. Ja, Katzen. Das muss eine ehemalige Reparaturstätte sein. Sobald die Energieversorgung wiederhergestellt ist, kann ich meine Verletzungen behandeln. Aber dafür muss ich genügend mechanische Bauteile finden. Okay, also wir brauchen Bauteile, wir brauchen Strom. Die Kabel sind gekappt, ich muss neue finden. Der Energietank des Generators ist leer, ich muss eine alternative Energiequelle suchen. Ich muss wohl erst alle Tanks füllen, um es zu starten. Alles hier drin ist kaputt. Universalschraubenzieher. Es ist nicht der Universalschraubenzieher. Kann zur Demontage eingesetzt werden, schon leicht rostig. Okay, vielleicht können wir jetzt mit diesem Demontiertool den Roboter rechts und den anderen Roboter in dem Hauptgang zerlegen. Knöchelkomponente. Knöchel, Einzelteile für Universalroboter. Klassisches Produkt aus dem Mittelalter. Hier drin war nix. Nichts brauchbares mehr. Okay. Zurück zum Hauptgang. Vielleicht können wir mit der Mieze jetzt irgendwas Neues machen. Vielleicht kann die sich zum Beispiel an den Sporen da rechts vorbei
Natürlich sind die Ratten elektronisch. Warte, ist das etwa... Diese Akkupakete in den mechanischen Mäusen können als alternative Energiequelle dienen, aber dieses hier hat William schon angeknabbert. Vergiss nicht, dass in diesem Generator 3 leere Slots sind. Vermutlich müssen 3 Akkupakete gesammelt werden. Miau, miau. Ich bin mal neben einem Mäuseloch aufgewacht. Ich gehe zurück und versuche nochmal Mäuse zu fangen. Du versuchst sie zu fangen? Das macht doch eher William, oder? Miau, miau. Genau. William sagt ja. Handgelenkkomponente. Wir brauchten Handgelenk, Knöchel und Körper. Also wahrscheinlich irgendeinen größeren Bot. Du hast alle Mäuse verscheucht. So wird das nix. Miau, miau, miau. Willst du mir etwa bei der Mäusejagd behilflich sein? Miau, miau. Kannst du das wirklich machen? Die Maus wurde zweifellos gerade gebissen. Was? Aber jetzt kann ich nur mehr auf dich wetten. Ich brauche noch 3 Akkupakete von mechanischen Mäusen. In gutem Zustand. Los, ab mit dir. Miau. Kannst du springen? Wenn sie dich sieht, hau sie ab. Okay. Das heißt, wir müssen... Und da ist ein Mäuseloch. Jetzt habe ich den zweiten Teil verpasst. Okay, das war auch genau falsch. Ist die Maus unten wieder da? Ja. Wow. Okay, verklickt. Die haut ab. Ja, ich will nach unten, wenn das geht. Was ist das hier für Winkel da? Wenn ich hier reingehe, komme ich ganz oben raus. Das ist falsch. Wenn ich links reingehe, komme ich eine Etage höher raus, dann läuft sie auch wieder zu ihrem doofen Versteck da. Ich kann nicht hochspringen. Ich kann nicht runter. Okay, dann muss ich nochmal hoch. Oh, der ist runtergeflogen. Da darfst du nicht lang. Okay. Ich würde ganz gerne... Gar nicht weiter. So wirklich viel... Auswahl mit Bewegung habe ich gerade nicht. Und wieder bin ich unten. Schon schwer als Katze. So, jetzt. Pounce. Aha. Energiekristalle in Form einer mechanischen Maus kann als alternative Energiequelle genutzt werden. Bloop. Miau, miau. Das ist Nummer 1. Gehen wir nochmal genau die gleiche Strecke, aber dann oben. Rüber. Und dann rechts war noch ein Gang nach oben. Nein, warum gehst du da runter? Da rechts ist ein Loch in der Wand. Das geht wohl nicht. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ganz hoch. Ja. Ja. Oh, das ist gut. Ja. Nummer 2.
darüber. Ting. Okay, da geht es jetzt nicht weiter. Wir sind jetzt eine Etage unter dem Gebiet, wo wir angefangen haben. Ich versuche jetzt dahin zu kommen, wo die Kugel hingerollt ist. Also die Kugel ist einmal komplett runtergeknallt, ne? Ja, und hier springt sie automatisch. Da war irgendwas in der Kugel drin? Nein. Da geht's nur raus. Also geht's hier oben weiter. Hier darf ich nur nach rechts. Da kann ich nicht runter. Mehr Optionen, wo man hingehen könnte, wäre schon echt super. Da links. Aha, okay, das habe ich übersehen. Aber hier ist gar keine. Keine Maus. Wenn ich rüberspringe, komme ich nur wieder ganz unten am Startfeld an. Das will ich nicht. Das ist gut. Ich glaube, wir haben die dritte. Ja, haben wir. Ah, okay. Miau-Mission erfolgreich. Diese Akku-Pakete reichen aus. Geht zurück. Hoch. Drei perfekte Akku-Pakete. Nicht schlecht. Miau miau. Auch wenn das jemanden Tag zum Schließen vergessen. Auch wenn du das Akkupaket beschafft hast, brauchst du nicht allzu stolz sein. Das ist kein HTML5, oder? Dann wäre das CSS und Color Doppelpunkt. Egal. Miau miau. Also wir haben die Akkupakete, wir brauchen jetzt noch ein Körperteil. Ein Kabel. Ummanteltes Kabel in guter Kondition. Musch. Aggressive Pilze überall. Ich will nicht weitergehen. Also es ist ein Crawl-and-Click-Adventure. Solange bis wir repariert sind. Ich frage mich, ob wir später kontrolliert den Charakter wechseln können. Das wäre noch ganz schick. Okay, wir können nicht hoch, bis wir nicht repariert sind. Gehen wir rein. Aber ich denke schon. So à la Trine, dass wir dann je nachdem, was gemacht werden muss, einen anderen Charakter auswählen. Die Sachen hatten wir schon. Okay, dann machen wir doch schon mal die Verkabelung, die Energie rein. Es fehlte noch der Körperaktivator, aber vielleicht können wir mit Knöcheln und Händen dann schon die Leiter benutzen. Das wäre ja ein Anfang. Gut. Die Rattenherzen. Diese Art von Energiegewinnungsapparatur muss entsprechend der Stromleistung von niedrig zu stark angeordnet werden. Oh. Wie wähle ich was aus? Achso, du. Da hinten hin. Das war's. Die Verbindung zwischen den Ratten funktioniert nicht so ganz. Aber ich sehe keinen Unterschied zwischen denen. Nein, das wollte ich nicht.
Wurzel. Dann können wir dich jetzt anschmeißen. Keine passende Komponente für Reparatur. Alles vorbereitet. Ich hoffe, das Ding zerreißt mich nicht. Jetzt geht's los mit dem eigentlichen Spiel. Okay. Was? Da wieder tot. Komische Riesenmaschinen. Komischer Kran. Komische Schmelze. Komische Riesenstatue. Komische Pirai. Komische Teleporter. Komische Straßen. Brücken. Chinatown. Geht's gut. Kapitel 1. Das ist jetzt vor Wally. Das ist jetzt vor dem Unfall, richtig? Also er erinnert sich daran, was passiert ist. Piep, piep, piep. Aufstehen, du Narr. Sehr charmant. Nummer 5. Arg, es ist zu laut. BBX, was tust du? Willst du es wieder aufbauen? Heute muss ich untersuchen lassen. Die Routineuntersuchung hat schon hat sich schon um 4 Tage verzögert. Verstehe, sehr ärgerlich. Geh schon mal rüber und warte auf mich. Fang an. Körper wird gescannt. Warning. Achtung, Bipup, Achtung, Bipup. Gemäß des Testergebnisses stehen deine mechanischen Körperteile zu 98% vor einem Kollaps. Was zur Hölle soll das? Zumindest meine Knie wurden gerade noch ausgetauscht. Was soll ich machen? Die Testergebnisse besagen es. Bereite dich auf eine Komplettsanierung vor. Ich verpasse dir einen umfassenden Umbau. Meinst du, dein Gehirn hat auch gelitten? Du musst wissen, dass seit 2 Jahren kein Teil ausgetauscht wurde. Dass wir noch scannen können, ist schon mal nicht schlecht. Jetzt nicht wählerisch sein. Du bist schon antik. Sollte ich im Museum nach Ersatzteilen für dich suchen? Besser, ich verkaufe dich gleich ganz an ein Museum. Selbstzerstörung wird eingeleitet. Vergiss es. Warte beim Arbeitsplatz auf mich. Ich untersuche dich nachher gründlich. Rex. Nebel Detektivagentur. Donnerstagmittag 2140, also vor einem Jahr knapp. Warum ist diese Uhr hier? Voller Ironie, dass ich damals so herablassend war. Von der Polizei vermisst es irgendwas. Von der Polizei verwendetes Antragsformular E50141 für elektronische Prothesen. Doch das Formular wurde nicht eingereicht, anschließend bekritzelt und verwüstet. Das war wohl sein vorheriges Leben. Und er war Polizist? Was schon ein ziemliches Klischee ist, ein Polizist, der zum Detektiv wird. Na gut. Nee, erstmal hier umgucken. Kaffee. Auch wenn BBX nicht das beste Temperament hat im Kaffeekuchen, Kaffeekochen, ist er begnadet. Warte mal, steckt da eine Schraube drin? Und ich konnte damit interagieren, obwohl es nicht hervorgehoben wurde. Also die Kaffeetasse hier, ne? Die gute alte Kaffeemaschine. Bis heute durchzuhalten, muss hier viel abverlangen. Die wurde hervorgehoben. Oder war das nur das Licht? Und hier ist halt richtig groß mit allem. Also es gibt kleine Secrets, die man wohl so finden kann. Waschmaschine scheint kein Problem zu haben. Genau hier auch. Oh, das ist toll. Sowas mag ich. Die beschädigte Vogelmaske wurde damals dank mühevoller Arbeit zurückgebracht. Also ist das hier so seine Trophäensammlung von den ganzen Aufträgen, die er schon bereits erfüllt hat. Was ein Bunny Girl beinhaltet. Was zu diesem Zeitpunkt in der menschlichen Geschichte wahrscheinlich sogar ein richtiges Bunny Girl sein könnte. Dank Cybernetic und
Gene Enhancement. Ja, also es scheint ein solides Abenteuerspiel zu sein mit einer interessanten Atmosphäre, guter Musik und schönem Humor. Mir gefällt es soweit. Ich möchte aber jetzt nicht großartig weiter spoilern für diejenigen Leute, die es selber spielen wollen. Ich hoffe, die haben mich schon vorausgeschaltet. und belasse es erstmal bei diesem kleinen Einblick. Falls es euch soweit gefallen hat, könnt ihr reinschauen. Das Spiel ist heute released worden, am 30.04.2019. Und war nicht sehr teuer auf Steam. Also müsst ihr dann gucken. Ich denke mal, da es aber von einem Indie-Entwickler ist und vermutlich auch nicht so super lang sein wird, wird der Preis recht schnell runtergehen. Also wenn ihr da ein bisschen Geduld üben wollt, ich denke mal in einem halben Jahr oder Jahr wird es dann für ein paar Euro oder in einem Bundle drin sein. Trotzdem finde ich es ein solides Spiel und wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt, dann jetzt schon zugreifen. Alles klar. Bye bye.